Willkommen zurück zu Secret of Mana. Ich zeige euch mal kurz die Stats, die wir gelevelt haben. Und zwar bei Keksi. Bei ihr fehlt nur noch das Pullover. Und auf Stufe 3. Und natürlich das Chakram, was wir jetzt gleich noch upgraden müssen. Daran habe ich nämlich nicht mehr gedacht. Genauso wie hier und hier. Da fehlt noch die Mokri-Kralle und das Chakram. Ich würde jetzt gleich mit Foxy das Chakram leveln, während die anderen beiden noch was zu leveln haben. Aber wir haben ja schon den Orb. Aber wir müssen ihn halt noch... Ne, wo haben wir es? Da. So, und jetzt ist es der Eisenboomerang. Jetzt haben wir nichts mehr zum Verstärken. Nein, 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 nein. Gut, ich habe auch alles wieder aufgefüllt und wir gehen jetzt tatsächlich mal weiter. Die Zauber sind noch nicht hundertprozentig geskillt. Ich kann es euch auch noch kurz zeigen. Hier fehlt nur noch Undyne und hier fehlen halt noch alle quasi auf Stufe 3, aber ich habe sie zumindest schon mal auf Stufe 2. So. Ihr seht, ich mache auch schon unglaublich viel Schaden. Alleine, weil ich, halt gelevelt hab, ne? Okay. Zack. Ja, ich sollte vielleicht auch mal abwarten, bis ich bei 100% bin, ne? Oh, Foxy hat Stufe 21 erreicht. Nice. Und ich werde einmal gehauen. So, und jetzt hat Keksi das nächste Level erreicht. Was ganz gut ist, weil sie jetzt wieder volle MP hat. Oh mein Gott. Keksi, kannst du mal bitte heilen? Ich habe gerade nicht aufs Leben geachtet. Vor allem nicht bei Würgi. Okay. Vor allem nicht bei Würgi. Aber das meine ich hier, Undynes, Zauber wird sowieso gelevelt, also... Weil das der ist, den wir am häufigsten brauchen werden bei Keksi. Definitiv. Und immer wieder zwischendrin schauen wir mal kurz in die Stats rein und da sehen wir jetzt zum Beispiel, sie hat das Pullover schon auf 64%, er den Eisenboomerang auf 17% und sie die Mokri-Kralle auf 35%. Als nächstes sollten wir einen Speerorb bekommen, weil das ist das Einzige, was noch auf Stufe 2 ist. Das ist das Einzige, was noch auf Stufe 2 ist. Könnte sein, dass wir einen Speerorb bekommen, tatsächlich. Donnersäbel. Mümmlerchen. So, ich will natürlich gucken, dass ich so viele Gegner wie möglich mitnehme. Ja? Ich will natürlich gucken, dass ich so viele Gegner wie möglich mitnehme. Ich sollte auch immer öfter auf die Lebensanzeige unten achten. So, wir jetzt Stufe 21 erreicht. Das ist sehr gut. Okay. Mümmelmänner! 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 Oh. Mümmelmänner! Okay, jetzt können wir nämlich hier lang. Ba-da-da, ba-da-da-da. Und wie gesagt, erstmal alle Gegner einfach mitnehmen. Oh, der Mümmelmann ist tot. Oh, Schlummerblume. Okay. Würgi ist bewusstlos. Ist nicht so schön. Steh auf, Würgi! Ja, sehr schön. Wo? Ach, da oben. Ach du Scheiße. Das Blöde ist, dass sie jetzt schläft. Pass auf. Ich weiß Bescheid. Das war geraten. Eigentlich hätten wir mit dem Analysezauber raufhauen müssen. Eigentlich hätten wir mit dem Analysezauber raufhauen müssen. Ach, come on. Du bist schon wieder ready? Okay. Ich würde mich gerade gerne mal ein bisschen mit dir kämpfen.
Okay. Oh, nice. Ne. Ne. Blöde Kuh. So. Stirb. Stirb, Raupi. Sieht halt wirklich aus wie Raupi. So. Kriecher ist träge. So. Okay. Ne? Wir müssen uns hier ja mal erstmal umgucken, ne? Bevor wir irgendwo hingehen. Ja, okay. Ah, er ist down, okay. Die Waffenstufe von Keksi ist gestiegen. Axe ist jetzt auf Stufe 3. Und das Ding ist bei Keksi tatsächlich. Ich glaube, die kann jetzt außer dem Eisenbumerang nichts leveln, ne? Das ist doof, weil der Eisenbumerang muss ja noch von ihm gelevelt werden. Und sie braucht noch die Mogri-Kralle. Okay. Aber alles vollkommen okay. Putz. Du hast den Finisher gesetzt. Sehr geil. Von was denn? Wo ist hier noch ein Gegner? Ich verstehe es manchmal echt nicht, ne? Oh nein. So. Alle. Alle einfach treffen jetzt, komm. Super geil. So. Okay. Ne? Aua. Bist du jetzt mal tot, du Mümmler? So. Ach, natürlich. Ach. Du bist der Übeltäter. Du bist der miese, fiese Übeltäter. Ach so. Aha. Okay. Weiß ich Bescheid. Blöder Arsch. Oh. Krass. Verfehlt. Sonnensäbel Stufe 4, ey. Okay. Bluteule ist träge. Bluteule wurde kritisch getroffen. Und sie ist down. Sehr schön. So. Wir müssen weiter kämpfen, Leute. Immer weiter kämpfen, immer schön. Aufpassen vor allem. Vor allem mit ihr hier jetzt wieder mal heilen. So. Sehr schön. Einer ist down. Und jetzt bist du dran. So, du bist down, sehr schön. Und jetzt du. Und jetzt du. Oh, komm schon. Okay. Takes more than that. Ah, es wird immer irgendwie der angegriffen, den ich gerade spiele, ne? No, komm schon. Ja, du bist ready, das freut mich. Ich würde mich trotzdem gerne hier erst nochmal umschauen. Da drüben ist auch noch was, aber da ist, glaube ich, keine Kiste oder sowas mehr. So, gehen wir mal weiter. Ich habe übrigens den Ingame-Sound etwas leiser gestellt.
weil... ich beim Schnitt gemerkt habe, dass das ein bisschen scheiße ist mit der Lautstärke. So. Jetzt stirbt. Sehr schön. Ja, ach so. Hier geht's raus. Die Musik ist cool. Oh! Unlike our cousins the Mushbooms, we're a peaceful tribe. We're just not equipped for fighting. There's no way we could defeat the monsters in the northern cave. Okay. I'm sure King Truffle would be willing to help you. Matango means hello in our native Metangese. Matango. The trees of the forest are restless of late. Is this a bad omen? Ja. Wenn die Bäume unruhig sind, ist das ein böses Omen. Ja, ist Matango rückwärts. Matango und Ognatan. Not letting off yet, I hope. Nee, wir ziehen noch nicht weiter. Die Musik hier ist krank. We're just not equipped for fighting. There's no way we could defeat the monsters in the northern cave. Ja gut. This is Fun Castle, home of King Truffle. Schloss Champignon. Okay, hier haben wir den Krämer. Sehr schön, da wollen wir hin. Welcome. What'll it be? Wir möchten dreimal das Wolfsarmband. Dreimal den bunten Overall. Einmal den Eisenhelm. Haben wir maximal. Anything else? Gut. Come again. Okay. I will come again. So, ich würde das gerne im Rüstungsbildschirm machen. So. Gibt keine neue Kappe. Aber es gibt... Ich habe übrigens aus Versehen noch einen zweiten, noch einen dritten Nagelanzug gekauft. So. Und so. Alles klar. Du auch. So. Und so. Und Foxy kriegt jetzt erstmal einen neuen Helm. Die Helme habe ich übrigens gefunden. Den bunten Overall und ein Wolfsarmband. So, und jetzt können wir den Rest wieder verkaufen und dann haben wir genug Geld. Für den Rest unseres Lebens. Anything else? Ich will nicht kaufen, ich will verkaufen. Ich will verkaufen und zwar... Den Cobra-Armreif. Den Cobra-Armreif. Verkauft nie bei Raffi, Leute. Da kriegt ihr nämlich weniger Geld. So, teilweise zumindest. So, den Helm und den Helm. Und dann sollten wir von allem nur noch, sollten wir überall nur drei Sachen drin haben. Come again. So. Okay. Da hätten wir jetzt erstmal eingekauft. Ingekauft haben wir. Ingekauft. It's dangerous to proceed. Okay. The king is in his chambers. Okay. This man's told me all about you. Took your time, huh? I figured you'd stop by here. Ja, aber wir haben noch keine Orbs, ne? I've been waiting. Which weapon is ready for reforging? Noch keine. Ne? Nein, noch keine. So. Whoa! I saw a white dragon up in the mountains. They're supposed to be extinct. Okay. Our ancestors were said to have ridden through the sky on flying creatures.
Die Stimme kam mir so bekannt vor. Wartet mal. Creatures like white dragons. Well, those are practically extinct now. Did you hear? A white dragon was spotted yesterday in a cave to the north. Okay. Of course we know the legend. A mana beast took down the mana fortress and destroyed the world. You know, in the past, there used to be beasts around here that were kinda like the mana beast. Sometimes these black shapes fly through the woods. I've seen them. King Truffle has done a splendid job taking over for the departed king of old. However, he is a bit reckless. It's hard to keep up with him. Can you imagine? It's you! You're here at long last. Nice to meet you, legendary hero. Huh? Don't play dumb. You think we don't know the legends up here? A hero of great might, with sword upon shoulder. He rides upon the wings of a white dragon, and so shall save the world. That's you guys, right? I recognized you right away. Just yesterday, one of my people saw a white dragon fighting a huge snake in the cave north of here. Sounds like the prophecy hit the nail on the head. Use the first floor exit on the right to get to the cave. The palace? Yeah, I know where it is, but the prophecy says that you find the cave first. I'll tell you how to reach the palace afterward. Come on, get going! Oh, wait! According to legend, there's something for you heroes in the treasure chest upstairs. Lass mich raten, ein Orb? Ein Orb? Oder ein Orb? Das ist ein Orb, oder? Ja, Speerorb. Damit haben wir jetzt alles auf 3, ne? Ja. Aber das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Weil Keksi jetzt wieder was zu tun hat. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier raus. Und werden den Speerorb auch nutzen. So. Okay. Ich hoffe immer noch, dass der, die Shagin-Harpune. Ich hoffe immer noch, dass das Projekt gut bei euch ankommt. Ich kann es immer noch nicht beurteilen. So. Es gab übrigens einen Bug im, Stay the night. Es gab übrigens einen Bug in, im Original. Ich will mal gucken, ob es den immer noch gibt. Ich nehme es mal an, stark an, dass es nicht so ist. Definitiv nehme ich es an, dass es nicht so ist. So. Ja, ich würde das Spiel gern speichern. So. Folgendes. Oh, Foxy ist auch... Nee, Würgi ist bald durch. Gut, weil dann kannst du dich um den Eisenboomerang kümmern, wenn Foxy damit durch ist. Und du? Du nimmst jetzt die Harpune. So, danach kann... Ah, Foxy braucht auch noch die Mokri-Kralle. Das sehe ich eben erst. Krass, dann braucht jeder noch zwei, aber alle die Shangin-Harpune. Da kommt man nämlich hier irgendwie in die Wand rein. So. Und mein Spiel hat... Meine Aufnahme hat gerade geleckt. Kann das sein? Und ist hier nicht auch noch irgendwas? Ah, hier geht's in die Höhle. Ne? Hier geht's in die Höhle. Okay. You may pass. Ihr dürft passieren. Das war Squidward. Okay, dann auf in die Höhle. Wo wir wieder einen Orb kriegen im Übrigen. Ich muss bald schon wieder... bald schon wieder leveln. Offscreen. Also das mit dem Leveln, das werde ich weiterhin offscreen machen, Leute. So. Mach die beiden mal down. Ich kümmere mich um den.
So, Todeskrab ist träge. Aber nicht erledigt. Okay. Blumenblume. Okay. Huch. Du müsstest doch jetzt gleich durch sein, ne? Ah, ihr seid alle wieder da, okay. Oh. Du greifst mal jemanden an, der nicht vorne ist. Okay. Gehen wir die Krabbe da noch töten. So, Moment. Dann machen wir nämlich den Windstoß noch. Oh, und wirklich erreicht neue Magiestufe. Das ist nice. Und vielleicht haben wir da sogar was Tolles drin. Und Foxy hat Stufe 22 erreicht. Das ist auch sehr schön. Das sieht so ein bisschen aus wie die Zora-Lanze, ne? Oh. Minus. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? So, Donnerschlagstufe 3. Batz, batz, batz. So. Ja. Du greifst nur den da drüben an. Krass. Kimono-Eule ist träge. Kimono-Eule, die Waffenstufe von Würgi ist gestiegen. So. Okay. Wow. Der Indigo-Igel. Der heißt nicht mal Minos. Gut, die Waffenstufe von Würgi ist gestiegen. Alles klar. Dann sollten wir mal kurz nachschauen. Würgi hat jetzt die Mokri-Kralle auf 3. Kann also jetzt erstmal nichts mehr machen. Dann warten wir, bis Foxy fertig ist mit seinem Boomerang. Dann warten wir, bis Foxy fertig ist mit seinem Boomerang. So. Blutäule ist träge. Und Blutäule ist tot. Kommt mal hier hoch. Kommt mal hier hoch. Federkappe. Du brauchst mal kurz die Peitsche. Ja, stell euch mal hinter mich. Guck, guck, guck. Okay. Dann nimmst du jetzt wieder den Boomerang. So. Kimono-Eule ist träge. Der Boomerang müsste doch so langsam mal gelevelt sein. Der Boomerang müsste doch mal so langsam gelevelt sein. 97%, alter Schwede. Ja, lass mir die da oben mal da oben sein. Oh, batz. Und batz. Und batz. Okay. Und batz. So. Die Waffenstufe von Foxy ist gestiegen. Ja. Sehr nice. Okay, Foxy. Dann wirst du jetzt die Mokri-Kralle nehmen und du den Boomerang. Während du weiterhin die Harpune levelst. Du brauchst dann nämlich auch noch den Boomerang. My friend. Wobei Foxy jetzt erstmal kurz die Peitsche nimmt. So. Kling, kling, kling. Und nach der Peitsche wieder auf die
Mokri-Kralle. War doch die Mokri-Kralle, ne? Jetzt muss ich nur mal nachgucken. Ja, war die Mokri-Kralle. Okay. Dann machen wir das mal so. Nach dieser Höhle werde ich definitiv erstmal wieder leveln müssen. Weil wir dann wieder einen Orb bekommen. Ja. So. Indigo Eagle wurde kritisch getroffen. Indigo Eagle ist down. Okay. Kimono-Eule ist träge. Oh, die Kimono-Eule müsste doch mal langsam down sein. Ja. Oh, pass mal auf, wir laden uns mal auf. Level 1, Level 2. So. Oh, Donnerschlag Stufe 2. Ne? Du bist down, sehr schön. Immer hier hoch. Oh, Eulen! Blut-Eulen! Greif mal weiter an. Greif mal weiter an. Okay. Haben wir eine Kiste? Ich versuche wegzulaufen. Kein Platz dafür, Heilkräuter. Okay. Und hier drin? GM? Schokolade. Da habe ich keinen Platz für Schokolade. Ich fasse es nicht. Schokolade ist doch immer Platz in meinem Herzen. Deswegen bin ich auch so dick, Leute. Okay. Einfach weiterlaufen. Verwirrung Stufe 4. Blutäule wurde kritisch getroffen. So. Weiter. Du bist verwirrt. Es tut mir leid, Virgi. Okay. Weiter. Oh, noch mehr von diesen Viechern. Da ist ein Orb. Und diesmal machen wir es anders mit dem Orb. Oh, der da unten ist down. Der sollte auch down sein. Komm mal her. Jetzt ist deine, dein... Du bist gefragt. Wir brauchen jetzt mal kurz deinen Analysezauber. Schauen. Dieser Kristallorb reagiert auf die Elementarmagie des Gnoms. Okay, dann brauchen wir Gnomenenergie und ich glaube, es sind die Diamanten. Nein. Es ist der Erdrutsch. Gut. Du hörst das Rumpeln eines Felsens in der Nähe. Ja, ich hab's gehört, das Rumpeln. Ich würde aber gerne erstmal kurz in die Waffen reingucken. Du bist bei 18%, du bist bei 61%, du bist bei 32%. Das ist cool. Ich mag's voll mit den Klauen zu kämpfen. Und guckt euch die mal an. Guckt sie euch mal an, die Klauen. So. Ist verwirrt. Es tut mir leid. Moment mal, von da kamen wir eben. Da waren wir auch eben. Lass mich mal kurz hier rüber. Moment mal, ich will mal kurz darunter. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, wir sind richtig. Okay. So, pass auf. Denn da ist sie, die Schlange.
Hier, machen wir mal kurz den Analysezauber. So. Aha. Ist für die Kraft des Windes, okay. Gut. Dann wird Jin jetzt erstmal hier den Blitz nehmen. Und du machst uns mal ein paar Donnerwaffen. So. Jetzt brauchen wir tatsächlich keinen Zauber mehr. Besiege Riesenbohrer. Haben wir geschafft. Alles klar. Schwertorb erhalten. Nice. Mal wieder ein Schwertorb. So. Okay. Oh, kommt jetzt nicht das süße Geräusch? La 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 la. Okay, da lang. Da. Guck die doch nicht an. This is the legendary white dragon? Oh, no. Its parents must not have survived that monster from earlier. We can't just leave it here. It won't make it on its own. But it's too big for us to carry around, and this one's just a baby. We should ask Truffle what to do. Er hat die Ohren von Virgi, die Haare von Foxy. He'll only slow you down. Was hat er aber von ihr? Ist die Frage von Keksi. Keine Ahnung. Don't worry, I'll raise him for you. King Truffle! Shh, I've made up my mind. You three have stuff to do, right? Leave the rest to me. Sorry for taking up your time. Stop by if you get the chance and say hi to the little fella. By the way, how do you like the name Flammy? Toller Name. It's settled. We'll call him Flammy. Cannon travel is open again south of the forest. Visit the Fire Palace in the Kakara Desert. If you're on the search for palaces, that's the closest one. Good luck. Alles klar. Bin immer noch klein. Ich bin immer noch klein. Mann. Gut, Leute, ich werde jetzt noch kurz speichern gehen. Bevor wir speichern gehen. Time, huh? I figured you'd stop by here. Ja, bevor wir speichern gehen, werde ich zunächst einmal das Schwert verstärken. So, da ist es. Und jetzt ist es das Orichalcum-Schwert. Das Orichalcum-Schwert. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen was zum Leveln, leider. Was ich aber wieder offscreen machen werde. Moment mal, erstmal müssen wir pennen gehen, ne? Erstmal müssen wir pennen gehen. Das war hier. Okay. One night is 50 G. Ja, eine Nacht kostet. Eine Nacht mit dir ist teuer. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich alles hochgelevelt habe. Und diesmal auch wirklich die Zauber auch, weil wir bald schon den nächsten Zauber dazu bekommen und dann auch den nächsten Orb und damit dann schon auf Level 4 hochleveln können. Und somit spare ich mir dann ein bisschen Zeit, ne? Und ein bisschen Arbeit, besser gesagt. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin und ciao.